Ihr habt beim letzten Mal das Style and Talk, was ich aufgenommen habe, richtig krass gefeiert. Hätte ich nicht gedacht. Finde ich richtig cool. Und deswegen habe ich jetzt nochmal eins aufgenommen. Zeig auch diesem Video mit einem Daumen nach oben, dass du es gut findest. Und wenn das Format weitergehen soll, das ist natürlich eine riesengroße Hilfe. Aber bevor ich jetzt hier am Anfang ins Quatschen komme, würde ich sagen, wir legen los nach dem Intro. Da euch das Video ja das letzte Mal sehr gut gefallen hat, müssen wir meinen Spiegel ein bisschen anders aufstellen und meinen Pony wegklemmen, gibt es heute wieder ein Style and Talk. Und auch für dieses Style and Talk, zauberhaft, ganz zauberhaft. Und für diesen Style and Talk zählt natürlich auch, wenn du dieses Videoformat willst, wenn du das regelmäßig sehen möchtest, zeig das in Form eines Kommentars und eines Daumen nach oben. Dann weiß ich, dass ich das Video weiterdrehen soll und ihr habt im letzten Style and Talk richtig krass reagiert. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also positiv krass, meine ich. Und von dem her gibt es heute nochmal eins. Und je nachdem, wie gesagt, wenn ich sehe, ihr mögt das Format, dann mache ich das auch weiter. Ich habe mich heute für Puder Foundation entschieden, also Mineral Foundation, weil es ist kälter geworden in meiner Welt. Wir haben jetzt Herbst. Du wirst dir jetzt denken, ja heu, schon lange, aber ich habe ja 3 Wochen Vorlaufzeit, / 4. Ich hatte gerade Urlaub oder bin immer noch im Urlaub und drehe ein bisschen Videos vor. Und ich weiß noch nicht, wie viel das werden. Deswegen 3/4, 3 Wochen auf jeden Fall. Puder Foundation. Ist immer eine Sauerei. Das kennen wir nicht anders. Da ist so ein Dingsy drin. Ich könnte es ja auch nehmen, aber das ist mir zu unhygienisch. Und das ist immer voll. Ich lege das immer andersrum, dann in den Deckel rein, so. Und nehme da dann von diesem Puder-Dingsbums, Puderquast, der heißt, nehme ich das dann weg. Also meine Haut ist im Moment so dermaßen fettig von der Umstellung von den Temperaturen her. Und das ist ja erst der Anfang. Wir haben die Heizung noch nicht angemacht. Wenn ich dann mal die Heizung anmache, dann wird es richtig wild. Dann wird es richtig, richtig wild. Das ist eine Puder Foundation von Alverde. Die gibt es aber nicht mehr. Ich weiß nicht, wie das momentane Sortiment aussieht, das kann ich nicht sagen, ob die wieder sowas drin haben. Ein Problem bei der war, die gab es da in 3 Tönen. Das hat für die allermeisten hat das nicht funktioniert. Und zusätzlich wird sie halt auch auf meiner Haut recht gelb. Aber ich mag das ganz gerne, die deckt halt nicht so megamäßig. Und ich mag dieses Maskenhafte einfach. Ich mag es nicht. Ich merke das immer mehr, dass ich das einfach nicht leiden kann. Aber ich würde jetzt auch zu einer besseren greifen. Also da lohnt sich halt auch wirklich ein bisschen was mit Qualität zu holen, weil das macht schon einen Unterschied. Ich habe ja diese Probe von Lili Lolo. Die nehme ich hier meistens für die Augen, das mache ich jetzt nachher auch. Und das ist halt schon ein Unterschied wie Tag und Nacht, finde ich. So, das ist ja Pigment im Endeffekt. Und das ist halt dieser Puder, der ist ganz anders vom Malgrad her. Und dann dunkelt die Sache auch nicht so nach. Also der hier wird halt schon sehr orange. Aber das kannst du halt auch nicht ändern. Ich habe eine kleine Sache mit euch zu bequatschen. Jetzt muss ich überlegen, wie ich es mache.
Fangen mal an mit der Tatsache, dass es diesen Kanal hier ja schon ewig gibt. Und ich früher ja mit einer Mischung, mit einer flotten Mischung angefangen habe. Also ich habe den Kanal eröffnet ohne jeden Plan dahinter. Problem war aber, wenn du deine Thematik, und das ist mit der Zeit immer wichtiger geworden, wenn du deine Thematik zu sehr durchmischt, dann ist es halt einfach so, dass dir halt auch Zuschauer weglaufen. Ist so. Ne? Also ein Zuschauer, der sich für Ernährung interessiert, der guckt keine Kosmetikvideos. Ich bin aber immer mehr tiefer in das Kosmetikthema reingegangen, nicht getrieben von Herstellern. Das muss ich an der Stelle auch sagen. Das ist für diejenigen von euch, die sich bezüglich Skincare gar nicht interessieren. Ist es immer so eine Sache, dass man sehr schnell sagt, ja, man fällt ja auf Werbung rein. Ich verwende kein einziges Produkt, wo aktiv damit im Fernsehen zum Beispiel geworben wird. Face Theory wirbt jetzt sehr stark in Form von Cookies. Wenn du dich mit solchen Themen auseinandersetzt, kriegst du natürlich dementsprechende Cookies angezeigt, das ist schon klar. Aber ansonsten sieht man nichts in Zeitungen, man sieht nichts im Fernsehen. Gut, im Fernsehen gucke ich eh nicht. Also so Aktivwerbung, da kommt nichts. Ich sehe vielleicht noch Werbung, wenn ich irgendwie was spiele. Ich habe ein neues Handy und da zocke ich gerade ein bisschen mehr wieder auf dem Handy. Was nicht so gut ist. Ich weiß, ich habe gerade so ein Spiel mit so Flaschen, wo du so Flüssigkeiten hin und her schütten musst. Das ist genau mein Ding. Das ist genau mein Ding. Da kann ich mich so voll vertiefen drin. Anderes Thema. Aber da sehe ich halt immer Werbung, wenn die Apps halt nicht werbefrei sind. Ja. Aber ansonsten kriege ich auch keine Kosmetik-Werbung einfach so angezeigt, sondern wie gesagt, die Sachen, die ich eh schon benutze, die kriege ich dann auch angezeigt, wie Kolibri zum Beispiel. Oder Face Theory. Also so werbegetrieben kann ich also demnach gar nicht sein. Und Fakt ist halt auch, so Marken, so große Marken, ich nenne jetzt keine, so große Marken verarschen dich zum Großteil. Weil die natürlich auch wirkstoffmäßig zum Beispiel Einsparungen machen, den Wirkstoff reinpacken, aber zum Beispiel viel zu gering oder einen zu geringen Säuregrad im Produkt haben, dass das Produkt dann auch so nicht funktioniert richtig. Oder man verwendet den schlechteren Inhaltsstoff, wie beispielsweise von Retinol oder Vitamin C. Also man merkt mir, glaube ich, schon an, dass ich mich ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Also dass ich nicht blindlings irgendwie Sachen kaufe und vorstelle, dass man auf meinem Kanal einfach an der falschen Stelle. Und das möchte ich hier aber auch weitertragen. Es geht hier nicht darum, sich 20 verschiedene Sachen ins Gesicht zu schmieren. Es geht hier darum, auf sich aufzupassen. In erster Linie eben Sonnenschutz zu tragen. Und jeder, der das nicht machen möchte, das ist deine Sache. Das definitiv. Aber schreib es mir nicht unter die Videos. Denn in dem Moment, wo du mir unter meine Videos schreibst, reagiere ich auch. Denn am Ende sind das meine Videos und sowas lasse ich halt dann auch nicht stehen. Und Falschaussagen werde ich zukünftig löschen. Gerade in Bezug von Sonnenschutz. Das habe ich, glaube ich, auch schon in der Vergangenheit gemacht. Die werde ich löschen, weil das finde ich zu gefährlich. Und ich bin hier auf dem Kanal nicht da, um Leute zu überreden. Wenn du dich für die Thematik nicht interessierst, ihr hat es eben vielen Leute noch von früher, wenn du dich für die Thematik nicht interessiert, ist es absolut cool, wenn du den Kanal deabonnierst. Wenn dich die Thematik nicht interessiert, hilfst du mir nicht,
wenn du dein Abo immer noch hier lässt und die Videos nicht guckst. Das ist absolut schlecht für mich. Ich habe noch einen zweiten Kanal, wo ich eben alles abseits von Kosmetik und Co. mache. Und da kannst du dann Vlogs gucken etc. Und dafür ist eben der zweite Kanal auch da. Es ist nicht gedacht, dass du beide Kanäle abonnierst, weil du mir irgendwie einen Gefallen damit tust oder so. Es ist eher das Gegenteil. Es ist wirklich das Gegenteil. Also lieber aktiv auf einem Kanal mitmachen, Kommentare schreiben etc., Videos bewerten, ist viel, 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 viel wichtiger, als beide Kanäle zu abonnieren und auf dem einen Kanal also so gut wie nichts anzugucken. Ne? Das ist tatsächlich so. Und ich bin dir da auch nicht böse, wenn du dich jetzt entscheidest, dass du gehst, denn es ist wirklich Fakt, dass das mehr Schaden anrichtet. Die Abonnentenzahl hat heutzutage alleine nichts mehr auszusagen. Wenn deine Abonnenten aber deine Videos nicht mehr gucken, ist es negativ für die Videos. Und das merke ich hier ganz stark, weil, wie gesagt, viele sind halt eben noch von früher da. Und dafür bin ich echt dankbar, dass ihr mir treu geblieben seid. Aber die Thematik von dem Kanal hat sich halt geändert. Und das verstehen viele halt einfach nicht. Ne? Ich führe auch immer wieder so komische Diskussionen, frei nach dem Motto, ich bin so minimal in meiner Gesichtspflege. Und das, was du machst, frei nach dem Motto, das ist ja gar nichts, sich so viel ins Gesicht zu schmieren, habe ich immer wieder in der Vergangenheit gelesen. Leute, ein gutes Beispiel, und ich habe das schriftlich auf dem Community-Tab veröffentlicht und habe das auch unter die Videos mit meiner letzten Gesichtspflegeroutine auch veröffentlicht. Ich gehe auch nicht auf Kanäle von Allesessern, und das ist lustig, weil das war wieder mal eine Allesesserin, die mir sowas geschrieben hat. Ich gehe auch nicht auf Kanäle von Allesessern und versuche, die mit der veganen Ernährung zu überzeugen. Das ist genau das Gleiche. Jeder kann tun und lassen, was er möchte. Auf seinem Kanal. Definitiv. Du kannst Leute nicht umdrehen, bloß weil du anderer Meinung bist. Das geht nicht. Und die liebe Shenya vom Discord-Channel, von unserem Discord-Channel, findest du übrigens unten den Link, hat das ganz gut auch nochmal in ein paar Worte gefasst. Bei Hautpflege, bei Skincare geht es nicht nur um Meinungen, sondern es geht eben auch um Wissenschaft. Und wir schmieren uns nicht einfach irgendwas ins Gesicht, sondern wir informieren uns, oder ich informiere mich, sehr, und ich setze mich mit der Thematik auseinander. Wenn das jemanden nicht interessiert, dann ist das okay. Ne? Aber man darf dann eben auch nicht diese Diskussion mit mir führen. Denn es führt zu nichts. Ich habe andere Quellen, ich glaube da auch an was anderes. Ich glaube da an die Wissenschaft, die eben so arbeitet. Klar gibt es immer Quellen zu allen möglichen Richtungen, aber man muss bei Quellen auch immer so ein bisschen aufpassen, was wollen diese Quellen? Was beabsichtigen diese Quellen? Ne? Das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich weiß gerade gar nicht, was ich mache. Bisschen nebenher schminken sollte ich mich schon auch. Ich bin so gar nicht Multitasking. Also es ist wirklich okay, wenn ihr wegen Interessemangel diesen Kanal hier deabonniert. Ja, also damit helft ihr mir mehr. Viele denken immer, ja, ich will das beibehalten, ich will der folgen. Aber am Ende guckt man gar nicht alles.
Ich habe zum Beispiel meine Abo-Liste habe ich so minimiert, gerade bei YouTube, weil ich die Sachen einfach, ich gucke die eh nicht. Ne? Ich gucke sie eh nicht. Bei vielen Sachen denke ich immer, ah, das abonniere ich mal. Und dann gucke ich, ob ich die Sachen auch wirklich angucke. Und wenn ich sie nicht angucke, dann fliegen sie halt gleich wieder raus. So. Und wie schon erwähnt, wenn du dich für die Thematik nicht interessierst, dann ist es okay. Ich will hier niemanden umdrehen. Überhaupt niemanden. Aber ich will die erreichen, die sich eben mit der Thematik auseinandersetzen. So, jetzt habe ich es gesagt. Das ist ein großes Problem von mir, dass ich Produkte nicht aufbrauchen kann. Sie aber dennoch verwende und dann immer so ein bisschen auch dran riechen muss. Ich habe einfach blaue Innenwinkel immer. Fast die Haut bei mir so dünn. Brutal. So. Ich habe ein Pigment gefunden, was echt und mega alt ist. Achso, ich wollte jetzt noch das auf die Augen drauf machen. Das ist das Lili Lolo Produkt. Das würde ich mir jetzt unter normalen Voraussetzungen würde ich mir das auch holen, aber ich habe halt das von Alverde jetzt und das versuche ich so gut es geht eben auch zu brauchen. Also ich werde es nicht leer kriegen, da kenne ich mich einfach zu gut. Und das Lili Lolo Produkt, das liebe ich echt, das ist echt gut. Aber ich habe halt einfach auch gelernt, nicht alles immer zu kaufen. Das ist eben auch so ein Ding. Ich bin ganz froh, dass meine Kosmetik sich so weit minimalisiert hat, dass ich einfach nicht mehr viel Platz zum einen für meine Kosmetik brauche und zum anderen muss es halt einfach echt nicht sein. So, wir waren jetzt mal wieder mit Blush. Oft gefällt mir Blush halt nicht so. Deswegen nehme ich immer recht unauffälligen Blush. Ist okay. Kann man so machen. Prost. Ich bin noch müde. Ich gebe es zu, ich bin echt noch ein bisschen so muffelig und müde. Wo ist das Pigment? Wo habe ich das Pigment hingelegt? Da ist es. Da ist es. Ich will nur das Pigment drauf machen. Mal gucken, ob ich es bereue. Mal gucken, ob ich es bereue. Das haben wir früher, haben wir das noch gekauft. Ich glaube, die Marke gibt es gar nicht mehr. Und das stellt gar nicht drauf. Barry M. Gibt es das noch? Das waren so gehypte Marken. Ich glaube, das ist aus England. Das schimmert. Das schimmert. Schimmert sehr. Das hat das, wenn du mal in meinem Alter bist, solltest du so Schimmersachen nicht mehr verwenden, weil das betont Falten, die man gar nicht so sieht eigentlich. Ich werde das gleich noch verblenden müssen. Ich werde das gleich noch verblenden müssen. Ich bin gespannt. Oh je.
Oh je. Oh je, oh je, oh je. Oh je. Das ist Gott sei Dank nicht ganz so stark. Und wie hat man es damals gemacht? Da hat man irgendwas Helles, hat man in den Innenwinkel gepackt. Das ist eher grau, finde ich in Ordnung, dass es so ein bisschen seinen Schimmer verloren hat durchs Blenden. Das ist so ein Farbton, der ist mufffarben. Ich glaube, das gibt es gar nicht mehr. Jetzt Kamera. Seht ihr das? Das ist so Mousse. Lila, grau, shimmery. Bisschen Silber ist da mit drin. Gold ist auch noch ein bisschen drin. Ach, ich finde das ganz gut. Der ist nicht ganz so, ist nicht ganz so auffällig. Ich habe ja schon Angst gehabt, so, boah, das wird zu dunkel. Das passt. Das kann man so machen. Aber ich werde trotzdem irgendwas Helles noch verwenden. Fühle ich mich ein bisschen wohler mit. Sehr gut. Sehr gut. Boah, meine Locken sind heute so scheiße. Aber das ist halt auch so eine Sache bei Locken. Manche Tage laufen voll gut und manche gehen, da gehen die Haare halt gar nicht. Ich sehe halt nicht viel, aber das ist okay. Ich glaube, die Zeit beginnt bei mir langsam echt, wo ich Kontaktlinsen mir hole. So, ich kann es immer noch. Das ist eine ganz witzige Geschichte. Ich kenne ja nicht viel, ne? Und ich habe aber sehr schnell gelernt, einen Lidstrich zu ziehen. Also, der wird zwar auch nicht immer perfekt und der ist auch nicht so mega gut hier. Das ist von Altera. Dating Joe Black ist immer noch der beste von Catrice. Der ist echt nicht so gut. Echt nett. Der Markt, nicht so toll. Aber was richtig gut ist von La Vera, der Kajal, der Schwarze. Und ich habe sehr schnell rausgehabt, wie ich das ziehen muss. Schon so mit 14, 15. Dass ich das dann sämtlichen Leuten auch gezeigt habe. Aber viel, wie gesagt, kann ich in der Kosmetik halt echt nicht. Ich bin zu ungeduldig fürs Verblenden. Großes Problem von mir. Auch gut, auch gut, auch gut. Die obere Wasserlinie, das fällt mir immer so schwer, das zu machen. Da muss ich mir auch immer so ein bisschen überwinden. So. Alverde. Mascara. Bei den Sachen, also da verwende ich halt ganz gerne Naturkosmetik. Weil in dem anderen Zeug zu 99% Mikroplastik drin ist. Man hat das Marketing entdeckt bei Hautpflege, aber bei dekorativer Kosmetik halt eben nicht. Das finde ich voll schlimm. Ich habe bis dato mit Naturkosmetik Mascara nicht viel erreichen kann, leider. Ich finde auch die nicht so super toll. Ist schon okay, aber da würde ich echt keine Empfehlung raushauen. Gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Hey, da muss man ein bisschen Kajal drauf machen. Also.
gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so verwendet an Mascara. Mikroplastikfrei natürlich, was ihr da empfehlen könnt. Also der ist echt nicht gut. Den werde ich nicht mehr holen. Das ist übrigens was, was ich regelmäßig leer mache. Das ist das Einzige. Und Concealer vielleicht noch. Aber selbst das hier schmeiße ich mit der Zeit weg. Verwendet eure Sachen nicht so lange. Ich würde jetzt nicht nach dem Datum hier drauf gehen, das auch wieder nicht. Aber irgendwann musst du die Sachen wegschmeißen und hebst nicht zu lange auf. Weil du tust deiner Haut keinen Gefallen. Absolut nicht. Immer dran riechen, gucken, hat sich sensorisch irgendwie verändert. Und wenn sich sensorisch irgendwie verändert hat, die Sachen wirklich wegtun. Das ist ganz wichtig. Sodele! Lippenstift verwende ich keinen. Habe ich keine Ambitionen mehr dazu. Das gefällt mir einfach nicht. Meine Haare gestern gewaschen, die sind einfach nur verrückt. Einfach nur so. Ich bin echt gerade wieder so ein bisschen am überlegen, ob ich meinen Haarwaschrhythmus verlängern soll. Weil die wieder so elendig weich sind. Und wenn die so weich sind, dann kann ich mit denen halt nicht viel anfangen. Dann stehen die Locken auch nicht. Dann fällt das immer alles so richtig runter. Aber das hatte ich als Kind schon. Es gibt ein Kinderbild von mir, wo meine Haare auch eher so wachsen, unten die Locken, oben halt immer schwerer. Und je länger ich meine Haare nicht wasche, desto mehr Grip habe ich halt in den Haaren, weil ich halt eben auch Sachen reingebe. Bin jetzt mal am überlegen, ob ich dieses immer wieder ein bisschen mit Heilerde, weil die halt ein bisschen so trockener macht und einen höheren Grip-Anteil hat. So. Meine Augen verschwinden so ein bisschen unterm Pony, aber das ist egal. Ich melde mich an der Stelle ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten und denk daran, wenn du Bock auf dieses Format hast, zeig es in den Kommentaren und in den Daumen wieder. Du hilfst mir und meinem Kanal damit immens und denk dran, wenn du dich für die ganze Thematik Kosmetik nicht interessierst, ich bin dir da nicht böse, wenn du diesen Kanal deabonnierst. Ne, aber gib uns einen Raum, uns Leuten, die sich eben für Skincare interessieren, gib uns einen Raum, den wir uns hier erschaffen, wo wir uns eben über die Thematik unterhalten können. In diesem Sinne melde ich mich ab, sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!